Ja, hallo zusammen, YouTuber. Da bin ich auch direkt im Anschluss wieder mit meiner Body Spray Sammlung. Genau. Es sind jetzt nicht so viele, es sind insgesamt 7 Stück. Ich bin ja nicht so der Sammlungstyp eigentlich. Ich habe zum Beispiel auch überhaupt keine Sammlung an Parfüms oder Eau de Toilette oder irgend sowas, weil ich im Prinzip überhaupt nicht so auf starken Düften stehe. Also ich habe es wirklich tatsächlich lieber ein bisschen dezent. Und da finde ich diese Body Sprays im Prinzip eine super Sache. Ich habe die jetzt eigentlich auch noch gar nicht mal so lange. Vorher habe ich eigentlich meistens irgendwelche parfümierten Body Lotions genommen. Also Trackle Moon und solche Sachen. Ne? Finde ich im Prinzip auch ganz gut. Die nehme ich dann meistens im Winter. Und im Sommer jetzt halt lieber die Body Sprays, weil, weiß ich nicht, sind halt dann nicht so pumpig, kann man schnell auftragen. Kann man auch ruhig mal ein bisschen nachsprühen, so nach 2 Stunden, wenn der Duft schon ziemlich verflogen ist. Und ja, hat man trotzdem nicht so irgendwie so einen extrem intensiven Duft, sondern riecht nur so ganz zart. Finde ich effektiv eine ganz super Sache. Also ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt für jeden was. Aber für Leute, die eben wirklich lieber einen leichten Duft haben wollen, ist das wirklich eine super Sache. Und ich finde an den Body Sprays auch wirklich gut, dass die häufig nach irgendetwas zu essen riechen. Ja, also ich bin so der Typ, ich mag das gerne, wenn irgendwie was nach Vanille oder Pfirsich oder also sowas in der Art oder Kokos oder so riecht, während ich so extrem blumige Düfte oder so schwere Düfte mag ich eigentlich eher nicht so, also auch im Winter nicht. Aber gut, wir labern jetzt einfach gar nicht mehr lange rum, sondern ich zeige euch jetzt mal, was ich inzwischen so angesammelt habe. Gut, da fangen wir mal an mit dem Balea Luxury Body Spray. Und zwar ist das Kokos- und Pfirsichduft. Das ist das hier. Ja. Gucken, ob ich überhaupt was rieche. Ja, ja. Es riecht wirklich lecker nach Pfirsich, aber nicht süßlich insgesamt, sondern eher herb. Also den Kokosduft, den rieche ich da nicht raus. Vielleicht ist das so leicht die herbe Note da dran, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das wirklich eine super Sache, wenn man es wirklich ganz dezent haben will und so ein ganz leichten Hauch nach Pfirsich. Finde ich wirklich sehr gut. So, und dann kommt das nächste, das ist auch von Balea. Und zwar ist das Melone. Und das, ja, das riecht wirklich, wirklich ganz extrem nach Melone. Also da kann man jetzt auch nicht so irre viel auf einmal drauf sprühen, sonst läuft man da echt wie so in Melonensalat gefallen rum. Ja, muss man gerade Lust drauf haben. Ne? So würde man sagen, so ganz im extremen Hochsommer bei extremer Hitze könnte das noch ganz lustig sein. Also ich finde schon wieder ein bisschen grenzwertig, ein bisschen heftig melonig, aber kann man auch noch nehmen. Gut, und dann kommen wir zu meinem dritten. Das ist diesmal von Wellness und Beauty Körperspray. Das ist also vom Rossmann. Die haben da so eine Abteilung, da sind da lauter so Badsachen drin, so verschiedene Geruchsrichtungen und von jeder Geruchsrichtung dann so verschiedene Sachen, also Körperöl, Badezusatz und eben auch diese Bodysprays teilweise. Und da habe ich hier mir ausgesucht Mango und Papaya Extrakt. So, finde ich auch die Aufmachung ganz hübsch. Und, ja, Mango und Papaya, das stimmt. Es ist ein relativ fruchtiger Duft. Riecht lecker, kann man auch ganz super bei extrem hohen Temperaturen nehmen. Ja, gefällt mir gut. Ist für mich ein Nachkaufprodukt. So, dann hatte ich letztens geholt vom DM von Alverde. Das Body Spray in einer Limited Edition. So, was ist das denn hier?
Malve und Kornblume ist das. Ja. Also die Aufmachung ist ja niedlich, ne? Eine kleine Flasche und so. Aber der Duft. Also für mich ist es ein bisschen zu blumig. Ja, weil klar, da sind ja Blumen drin. Etwas zu süßlich und blumig. Also ich, wenn ich das nehme, dann, wenn es noch nicht so ganz so warm ist und dann auch eher weniger. Also finde ich schon ein bisschen bei mir schon wieder ein bisschen zu heftig. Aber an sich ein schöner Duft. Gut. Dann habe ich mir hier mal so ein ganz witziges geholt von Balea. You are gold ist das. Ja, das riecht auch nach Pfirsich. Und das hat jetzt auch noch den Gag dabei, dass da also Goldstückchen drin sind. Und man glaubt es kaum, aber die sieht man tatsächlich. Also ich hatte gedacht, das ist jetzt nur so ein Gag oder so, ja. Aber die sind wirklich da drin. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das denn hier irgendwie in der Kamera sehen kann. Okay. Jo. Riecht wirklich lecker nach Pfirsich und irgendwie, ob man da jetzt den Goldschimmer sieht, ich weiß es nicht. Aber ich kann euch jedenfalls versichern, dass man das wirklich als Glitzerpartikelchen hier drauf sieht. Gut, es ist jetzt so ein Duft, wo ich sage, okay, kann ich auch wirklich bei wirklich heißen Temperaturen nehmen, weil es eben nicht so süßlich ist, sondern eben wirklich einfach lecker nach Pfirsich riecht. Und ich würde es mir wahrscheinlich auch nicht auf den Arm machen, weil den Glitzer auf dem Arm, weiß nicht, finde ich jetzt nicht so ein Bringer. Aber so, wenn man halt beim Judas anhat oder einen Rock und dann eben auf die Unterschenkel, finde ich mal einen ganz guten Gag. Und dann der Geruch dazu, finde ich ganz gut. Also ich denke auch, dass es das momentan noch gibt, könnt ihr ja mal gucken. Also finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Okay, dann kommen wir hier zu einem meiner Lieblinge. Und zwar ist das wieder das von Rossmann, Wellness und Beauty, Körperspray, Teeextrakt und Olive. Das ist das hier. Und also, ja, ich mag den Duft, der ist wunderbar herb. Man riecht da auch den Tee, Olive rieche ich da gar nicht. Ich war erst mal ein bisschen abgeschreckt von der Olive und Olive mag ich im Prinzip nicht. Ja, ich mag den mag ich wirklich gerne. Und meistens nutze ich es tatsächlich als Kissenspray. Also für abends, wenn ich schlafen gehe. Ne? Oder auch mal so tagsüber drüber, denn dann riecht das Schlafzimmer so angenehm. Das ist echt ein super leckerer Duft. Also da könnt ihr doch mal dran riechen, wenn ihr beim Rossmann seid. Und da mal in der Badeabteilungskiste da rumstöbert. Also Nachkaufprodukt. So, und jetzt kommen wir zum krönenden Abschluss, zu meinem absoluten Liebling. Und zwar ist es natürlich von Trackle Moon, das That Vanilla Moment. Ja, ist nun so ein bisschen, ich finde das immer so ein bisschen kindlich aufgemacht mit dem Ballon hier und so. Und die Sprüche, die dabei haben, ich bin hier nicht so der Fan von den Sprüchen und der Aufmachung. Tja. Verführerisches Rüstes, nichts tun und so, naja. Dann ist mir aber auch egal, ja. Ich meine, es geht mir ja mehr um den Inhalt. Und also der ist gut. Lecker. Der riecht wirklich super lecker nach Vanille. Und ich finde auch nicht, dass der künstlich riecht. Das ist auch eine kleine so Buttermilchnote noch dabei. Also echt super. Das ist mein allerliebstes Body Spray. Ich musste das jetzt natürlich erstmal ausprobieren. Das ist momentan, kriegt man das als sozusagen als Limited Edition bei dem. Und da werde ich mir auf jeden Fall mehrere Backups holen.
weil da bin ich wirklich absolut von begeistert. Also mein Lieblings-Body-Spray momentan ist dieser Vanilla Moment, ne? Ja, und das war es auch schon. Ich sagte ja, ich habe jetzt nicht die Wahnsinnssammlung. Und es ist natürlich auch nur DM und Rossmann, also nichts extra Teures oder so dabei. Aber mir reicht das, ich finde das sehr gut. Hat man da im Sommer so ein bisschen eine Erfrischung, finde ich echt eine super Sache. Okay, ja, dann hoffe ich, dass euch meine Mini-Sammlung hier auch noch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!